Hallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen zurück im Commonwealth. Wir stehen vor der Beantown Brauerei und da wartet schon unser Kumpel auf uns. Wir müssen ja Vadim befreien. Mal sehen. Oh, Gott Travis. Sei Dank. Du bist da. Also, jetzt ist es soweit. Wenn sie Vadim. Oh, Weißt du sonst noch was über diese Brauerei? Nicht wirklich. Ich meine, ich glaube, sie haben sich hier mit ihrer kleinen Gang eingenistet. Es sollten nicht allzu viele sein. Gut. Wir machen sie alle und holen Vadim dann ratzfatz da raus. Irgendwelche letzten Ratschläge? Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich gehe zuerst rein. Du bleibst hinter mir. Halt mir den Rücken frei. Okay. Genau. Wie du meinst. Das müsstest du hinkriegen. So, Ansicht wechseln und rein da. Wir schießen uns den Weg frei. Wir machen den Weg frei. Sehr cool die, spannend nicht unbedingt, aber cool die Nebenquest. Wir waren ja auch schon mal in der Brauerei. Wir wissen, wo es hier lang geht. Na? Hat's einer gesehen? Was ist das denn für ein Gestank? Wer ist da? Hey! Da ist nichts mehr. Was zum Teufel war das? Ja. Ach, der geht ja. Die gehen ja easy. Easy peasy. Da draußen. Und komm, geh down. Ich schwitze ja nicht mal. Also nicht, dass das eine Option wäre. Muni. Warum müssen sie sich immer wehren? Da oben. Scheiße! Hab sie verloren! Immer mit der Ruhe, Freundchen. Ihr kriegt schon noch euer Fett weg. Brauchst dich nicht verstecken! Ist bald alles vorbei! Keep cool! Durchs Fenster reinschielen? Ist da einer? Nee. Zeig dich! Los! Wenn du dich traust! Wo ist der denn? Wo denn? Ach. Das war er? Nichts mehr zu sehen von ihm. Danke. Ich wusste nicht, ob jemand kommen würde. Ich dachte, dass das vielleicht das Ende ist. Danke. Das vergesse ich dir nie. Gibt es noch mehr von denen? Werden sie wieder hinter dir her sein? Nein, nein. Das war ihre große Chance. Du hast sie erledigt. Diese Idioten haben Kronkorken und Camps einfach rumliegen lassen. Sie haben es nicht gemerkt, als ich mir die Taschen vollgepackt habe. Hier, das Zeug hast du dir verdient. Ich bin überrascht, dich Man hier kann zu sehen. Immer Geld hey, machen mit Leuten, die die Welt vergessen Ich bin froh, wollen. Dass du in Sicherheit bist. Wie bist du denn in diese Sache reingezogen worden? Keiner hat mich dazu gezwungen. Ich wollte helfen. Du steckst voller Überraschungen, mein Freund. Ja. Mann, was für ein Tag, was? Hey, ich wollte mich noch bei dir bedanken. Ja. Das hier war... Nun ja, es war völlig verrückt. Aber ich glaube, ich habe einiges dazugelernt. Du hast alles ganz gut überstanden, Travis. Das freut mich für dich. Danke. Du hast dich echt ganz schön gemacht, Kumpel. Wenn ich nach all dem an die Sachen denke, vor denen ich früher so viel Angst hatte, dann wirkt das jetzt irgendwie albern. Mhm. Verstehst du? Ja, verstehe. Ich hatte immer Angst, meine Sendung im Radio zu machen. Aber das ist nichts im Vergleich dazu, verprügelt und beschossen zu werden. Ich kann so viel mehr aus meinem Leben machen. Und das werde ich auch. Wie dem auch sei. Danke nochmal. Ich schulde dir was. Selbstvertrauen ist alles. Jawoll. Quest abgeschlossen. So, dann können wir einfach beruhigt gehen. Vorne war ja ein Ausgang, hier unten.
Und dann schauen wir mal, wo wir als nächstes hingehen. Wenn wir jetzt hier schon mal unterwegs sind, dann ist es vielleicht auch ganz ratsam, dass wir hier weiter unterwegs bleiben können. Noch was zu uns? Nee. So, raus. Das Commonwealth. Und dann ja, müssen wir mal gucken, ob hier in der Nähe vielleicht was ist. Hoch. Wollte ich nicht. So. Ach, wir müssen noch in die Vault und mit den Kindern reden. Was war das hier? Da sollen wir irgendwas besorgen. Ja, dann können wir ja mal... Ja, dann gehen wir zur Vault. Gucken wir mal, ob wir da jetzt mal tagsüber... Ich glaube, wir müssen reden. Oh, wir müssen reden? Okay, Valentine, wir reden. Kein Problem. Mit dir rede ich immer gerne. Die Gamma-Kanone verschießt Strahlung, die für Menschen tödlich ist, aber gegen fast alle Ghoul-Roboter und Ödlandskreaturen nichts ausrichten kann. Gut, dann müssen wir die auch mal benutzen bei Gelegenheit, by the way. Oder in unserem Schrank verstauen. Jetzt Zeit zum Reden? Ja. Was ist los? Stimmt was nicht? Nein, nein. Alles in Ordnung. Wir reisen nur schon so lange miteinander. Und ich dachte mir, dass unser Informationsfluss etwas einseitig ist. Das stimmt. Ich weiß einigermaßen über deine Schmutzwäsche Bescheid. Aber du weißt noch immer so gut wie nichts über mich. Das stimmt auch. Ich dachte mir, ich bringe das mal ins Lot. Also, gibt es etwas, was du wissen möchtest? Was weißt du noch über das Institut? An die Zeit damals erinnere ich mich kaum noch. Aber hin und wieder kommt etwas zurück. Mein Leben im Institut war sehr isoliert. Eine einzige Testkammer war über Jahre meine gesamte Welt. Und immer wurde ich beobachtet. Eines Tages wachte ich auf der anderen Seite auf. Und das war's schon. Du bist jetzt frei. Willkommen in der schönen neuen Welt, in der solche Leute leben. Das Detektiv-Outfit. Was hat es mit den Klamotten auf sich? Als ich die Agentur gründete, dachte ich mir, dass ein Detektiv so etwas tragen sollte. Ich habe ein paar alte, schwache Erinnerungen aus der Vorkriegszeit von Kerlen, die so angezogen waren und tun, was ich tue. Ich dachte mir, dass Hut und Trenchcoat den Leuten zeigen, dass ich es ernst meine. Kleider machen Leute und so. Dachte mir wohl, dass ich so der Mann werde, der ich sein wollte. Okay. Wer bist du, Nick? Nach der Antwort auf diese Frage suche ich selbst schon verdammt lange. Ich weiß, dass ich ein Synth bin. Echte Institutshandarbeit. Aber ich bin immer noch mechanisch. Nicht genmanipuliert wie die schicken Synths, die heute ihr Unheil treiben. Ich gehe in die Werkstatt, nicht zum Arzt. Aber meine Erinnerungen, meine Persönlichkeit gehören einem Polizisten, der sich vor dem Krieg zu einem Experiment bereit erklärt hat. Sie haben sein Gehirn eingelesen und es auf die Hardware kopiert, aha, die zwischen meinen Ohren sitzt. Keine Ahnung, warum sie einen Roboter programmieren, der auf einem Vorkriegspolizisten basiert und nicht auf einem Mathe-Genie oder einem Genforscher. Aber hey, vielleicht hat das Institut mich deswegen auf den Müll geworfen, anstatt mich zu einem ihrer Kidnapper zu machen. Moment mal, der ursprüngliche Nick stammt aus meiner Zeit? Definitiv. Okay. Und deshalb war es, als ich endlich hier draußen war, ein echt unsanftes Erwachen. Ich weiß noch, wie ich in einem Müllhaufen zu mir kam. Mein Körper zerfetzt und mein Kopf voller Erinnerungen eines Mannes, der seit 200 Jahren tot war. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass das ein paar verwirrende Wochen waren. Damals wussten die Leute noch kaum etwas über Synths. Als ich schließlich Menschen begegnete, waren die meisten eher vorsichtig als feindselig. Aber die Kinder, die hatten keine Angst. Ich glaube, sein Name war Jim. Der erste, der mich nach meinem Exil aus dem Institut ansprach. Mein erster menschlicher Kontakt in dieser Welt. Hat mich eine Stunde lang ausgefragt. Als sie sahen, dass ich harmlos war, kam auch der Rest der Nachbarschaft, um sich den mechanischen Menschen anzusehen. Am Ende war es ein echt netter Abend. Der Mechaniker dort hat mir sogar eine kostenlose Inspektion verpasst. Diese Leute haben mich wie einen echten Menschen behandelt. Seitdem versuche ich, mich dafür zu revanchieren. Das findet man hier draußen nur recht selten. Mir ist aufgefallen, dass dir das am Herzen liegt. Mit ein Grund, warum ich noch immer hier bin. Gutes führt zu Guten. Wo liegt diese Stadt? Wir sollten sie mal besuchen. Ich wollte später einmal zurückkehren und mich bedanken.
aber der Ort war ausradiert. Raider. Keine Ahnung, was aus den Leuten geworden ist. Okay. Wenn du gut zu Menschen bist, sind sie gut zu dir. Daran glaube ich ganz fest. Ganz deiner Meinung. Nun, bevor ich dich jetzt komplett zu Tode langweile mit meinen Anekdoten, sollten wir lieber aufbrechen. Ja, gute Idee. Wir müssen noch Kinder unterrichten. Hey. Was? Kommst du oder was? So. So. Und rein mit uns in die Vault. Na, da bin ich ja mal gespannt, was wir den Kindern da erzählen können. Ich habe von der Zeit irgendwie die ganze Zeit nicht so hingehauen, dass wir immer ein bisschen früher oder ein bisschen später da waren. Eigentlich schade. Aber naja. Gut gemacht, das mit der Katze. Ich war mir sicher, dass Ash ist längst tot. Macht dein Pip-Boy auch ab und zu zicken? Meiner macht mir in letzter Zeit echt Sorgen. Wenn du Handel treiben möchtest, solltest du ins Versorgungslager gehen. Hallo. So. Und dann hatten wir, ach ja, wir sollten ja diese Baseballkarte und so für diesen Typen aus Diamond City holen. Das können wir auch dann gleich machen. Und dann können wir noch gucken. Naja, schauen wir mal. Gehen wir jetzt erstmal hier die Schule suchen unten. Wenn du gut essen willst, geh zu Maria in der Cafeteria. Die hat immer was für dich. So, da ist auch direkt das Klassenzimmer vorne. Ah, da ist sie ja schon. Hast du mal auf sie zu zielen? Katie! Das ist für die Kinder was ganz Besonderes. Ja, ich würde das gerne. Das wird ein ganz besonderer Tag. Hoffentlich benehmen sich die Kinder. Zollstock, ja. Kann man sich hier hinsetzen irgendwo? Können wir vielleicht ein paar Minuten warten? Patronen in der Kommode, ja, das ist natürlich. Ist ja nicht irgendwo ein Stuhl? Dann sitzt es hier in der Bank. Zu uns hin, dann können wir warten. Warten. Wie spät ist es? 7 Uhr? Eine Stunde. Was zum Teufel macht dieses Ding hier? Haben das deine Eltern immer gesagt? So. Ja, Kinder. Super. Möchtest du den Schülern jetzt eine deiner Geschichten erzählen? Welche Themen sollte ich vermeiden? Nichts mit übermäßiger Gewalt. Und sie werden sicher viele Fragen haben. Okay. Ja, würde ich gern. Wunderbar. Die Kinder sind so aufgeregt. Kinder, hört bitte zu. Wir haben heute einen Gast, der uns Geschichten über das Commonwealth erzählt. Hast du schon mal gegen eine Todeskralle gekämpft? Einer der Minutemen hat mir geholfen, eine zu erledigen. Cool. Was ist passiert? Lieber Geschichte über Maulwurfsratten. Raider Preston. Eine Gruppe Raider hatte meinen Freund Preston in die Enge getrieben. Aber du hast ihn gerettet, oder? Powerrüstung. Preston hatte mir gezeigt, wo ich eine Powerrüstung zum Reparieren finden konnte. Powerrüstung? Wow! Wow! Als die Todeskralle rausgekrochen kam, hielt Preston schon seine Lasermuskete bereit. Ich wette, du warst froh, dass er da war. Hast du schon mal eine Todeskralle gesehen? Nein. Miss Katie sagt, das sind große Echsen mit riesigen Krallen. Bitte nicht aufhören. Preston und ich haben geschossen, bis das Vieh tot war. Da waren bestimmt viele Kugeln notwendig. Vielen Dank für die Geschichte. Kinder, bedankt euch. Danke. Und wir möchten uns mit diesem kleinen Geschenk bedanken. Oh, hier. Paar Kugeln. Wow, Krocknack der Barbar, du hast ja eine Ausgabe. Blablabla. Kritische Treffer bei waffenlosen Nahkampfangriffen verursachen dauerhaft 5% Schaden. Juhu. Naja, immerhin. Haben wir es erledigt. Wir müssen den ganzen Weg wieder zurücklaufen, haben wir nur für die eine Quest hier. Ah, egal. Ich denn jetzt während meiner Schicht gab es noch nie einen Vorfall. Und das sollte sich auch heute nicht ändern. Das lohnt sich trotzdem. Tschüss. Nick. Oh, Nick. Teleport, Nick. Hallo, Nick.
Ja, je länger ich mich hier aufhalte, umso besser gefällt mir ehrlich gesagt die Grafik. Am Anfang war ich auch so ein bisschen, wollte ich nicht zugeben, aber mittlerweile... Du bist ein tapferer Mann. Ich würde gern sagen, dass wir das auch allein geschafft hätten. Hä? Ach so. Wir hätten uns da unten ohne jeden Zweifel zerlegt. Ja, das stimmt. Aber ich bin ja ein tapferer Mann. Du solltest mal bei Horatio vorbeischauen, wenn du schon mal hier bist. Ich war schon bei Horatio, ich brauche es nicht, das bisschen, was ich angekratzt bin, das kriege ich auch so hin. So. Nach oben. Und dann. Es regnet, scheiße. Wo müssen wir hin? Schräg rechts, die Richtung. Da. Das ist die Richtung, die wir müssen. Wenn wir uns dahin mal aufmachen, das sollte irgendein Fluss sein, glaube ich. Na, ist das nur ein Auto? Kaputtes. Pilzen oder Eiern überwuchert. Eisenbahnschienen. Kein Bock auf Beef. Vielleicht mal hier hoch. Aber hier scheint nichts zu sein. 90 Meter noch. Dann haben wir es. 61 Meter, 50 Meter. Lieber Peter, da das Haus. Okay. Hastings anwesend. Da. In der Garage finden wir das erste. Signierter Fanghandschuhe mitnehmen. Patronen. Right away. Kampfgewehr, Impro-Pistole, Frostschutzbrille. Wow! Aber noch, es zu schaffen. Die Waffe ist halt auch scheiße. Aber hier scheint ja schon irgendwo, da oben ist irgendwas. Wie wär's, wenn wir uns später ein schönes Feuer suchen und diese Klamotten reinwerfen? Okay. Wenn wir jetzt verstecken. Okay. Einsteigen. Na gut, das geht ja noch. Okay, ja. Und offen. Geschafft. Patronen, Raketen, signierter Baseball und Vorkriegsgeld. Was haben wir hier noch? Baseball-Handschuhe. Haben wir noch? 18 da hinten. Na, hier kommt gleich noch einer aus dem Boden, oder? Bitte ich doch. Hallo? Mensch, ist Kinders. Juhu!
Irgendwas drin? Nee, nur ein Stuhl zum Warten. Alles klar. Dann, Pip-Boy, können wir zurück in die City und die Quest abgeben. Markt. Jo. Oh, da. Die meisten Meyer-Lurks sind schwer gepanzert und gegen einen Großteil der verschiedenen Schäden resistent. Ihre Gesichter sind allerdings immer ungeschützt. Immer in your face, also. Aus wie so Ameisenkrebse. Würde ich sagen. Wahrscheinlich einfach nur mutierte Krebse. Oder so. Wer weiß das schon. So. Du kannst deinen ganzen Schrott in Diamond City Surplus loswerden. Nee, ja, ich weiß. Ich will mich nur mal kurz umziehen. Inventar. Falls wir jetzt falschen können. Hey, du bist's! Hast du die Baseball-Sachen gefunden? Ja. Ich habe alles da. Dein Mut gefällt mir. Lass mich mal sehen. Oh, dieser Baseball ist echt irre. Die Bälle wurden von den Spielern signiert und den Kindern der im Spiel getöteten Gegner gegeben. Oh, schau dir die Karte an. Siehst du die Zahlen auf der Rückseite? Das sind die Gegner, die von dem Spieler zu Tode geprügelt wurden. Oh, was für ein Scheiß. Schau dir das Leder auf diesem Handschuh an. Die besten Spieler haben damit Kugeln gefangen. Echt wahr? Das ist alles auf der Liste. Danke. Was mich angeht, gehörst du ab jetzt zu den größten Baseball-Sammlern. Cool. Da gab jetzt nicht so viel. Aber, so, wir schauen jetzt mal, was wir jetzt noch hier an Quest haben. Daten. Da braut sich was zusammen, findet die Braumaschine, trifft die Gang bei der Grabung, finde Virgil im leuchtenden Meer. Okay, das ist die Hauptquest. Sonstiges verschollene Patrouille. Such nach dem Erkundungsteam. Ghoul-Probe bei Kindergrippe Greentop. Entführung bei County Crossing. Sprich mit den Siedlern bei County Crossing. Ah, das war von Preston. Folge dem Weg der Freedom Trail. Das würde ich gerne mal machen. Allerdings wird das, glaube ich, gar nicht auf der Karte angezeigt, ne? Freedom Trail. Finde die Brauerei. Layton Towers. Wo war denn das hier? Das ist die Bibliothek. Stadtbibliothek. Der Comicladen. Combat Zone. Street Park Station. Good Neighbors. Finde den goldenen Grashüpfer. Untersuche Galerie Pigman. Was war hier? University Point. Was ist das? Finde die technischen Dokumente für Proctor Ingram. Ach so, dem können wir das ja wahrscheinlich wiedergeben. Hier, das wäre hier. Man könnte auch hier hingehen. Zur Bedford Station und dann mal hier so rüber. In diesem Bereich. Der Suche das Museum der Hexerei. Morden Center. Suche nach dem Erkundungsteam. Ja, das könnte man echt mal machen. Allerdings würde ich auch gerne. Ich weiß noch nicht, wie ich Daten. LB gibt es eine Zusammenfassung. Entlang des Freedom Trails befinden sich Markierungen mit Zahlen und Buchstaben. Wenn ich den Weg folge und die Zeichen entschlüssel, finde ich vielleicht die Railroad. Okay, ich überlege es mir mal. Irgendwas davon werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ansonsten bleibt Main und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel. Bis dann, haut rein. Tschüss.